Und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier zurück zu Resident Evil Mortal Night. Ja, wir sind endlich, Gott sei Dank, auch zurück und ich fange diesen Part mit den Worten an: Was zur Hölle tue ich hier? Einzig und allein aus dem Grund, dass unser Charakter das gerade gesagt hat und wir hier aufgewacht sind. Das konnte ich leider noch nicht mit aufnehmen, da es wieder so eine komische Videoaufnahme war, die das ja nicht aufgenommen wird, weil die Videoauflösung von Mortal Night ja wirklich sehr klein ist. Deshalb sind auch die Thumbnails manchmal nicht so hochauflösend, wie ihr das vielleicht von den anderen Resident Evil Spielen gewohnt seid, die es so auf meinem Kanal gab. Von daher, schauen wir mal. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier, wo wir damals in der allerersten Episode waren, wo wir quasi aus Kendos... Sind wir da aus Kendos Gunshop raus? Ich glaube, wir sind aus Kendos Gunshop raus. Dann war ja hier dieser erste Zombie und jetzt sind wir komischerweise hier und ich weiß nicht warum. Denn die erste Episode endete ja damit, dass wir... Ist hier irgendwas Neues? Ist auch so ruhig irgendwie. Habe ich... Ah, okay. Ich muss übrigens auch erstmal die Steuerung hier wieder mich ein bisschen vertraut machen. Leider Gottes auch. Ja, die erste Episode endete ja eigentlich damit, dass wir... Ist hier jetzt irgendwas? Nee. Mann, ich komme gar nicht dazu, das zu sagen, was ich sagen möchte. Mann, verdammt, was ist hier los? die erste Episode endete ja damit, dass wir die Rutsche in den Keller quasi runter... Aua! Das hat wehgetan. Oh, jetzt habe ich von Schreibtisch gehauen. Na gut, was soll's. Die erste Episode endete ja damit, dass wir die Rutsche runtergerutscht waren. Wo wir in den Keller quasi runtergekommen sind. Und jetzt stehen wir komischweise hier, was ich irgendwie gar nicht verstehen kann. Müssen wir jetzt wieder zum Polizeirevier laufen? Ist das Spiel kaputt? Habe ich irgendwas gemacht? Hä? Was? Ist das hier, zeigen die mir jetzt irgendwie, wie sie das Spiel programmiert haben, die Entwickler oder so? Oder der Entwickler, es war ja nur einer. Hä? Was zur Hölle? Was mache ich hier? Was tue ich hier? Ich verstehe es gerade irgendwie. Ah, okay. Ich laufe jetzt hier also hin und her. Ich vermute mal, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Oder das soll quasi wie so eine Rückblende sein oder irgendwie wie so ein Albtraum oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Die Zombies stehen hier auch einfach so nur so. Hä? Was soll ich denn? Was jetzt? Was geht hier ab? Oh oh. Nein. Nein, bitte was? Ach, und jetzt sind wir wieder hier. Ach du Scheiße, mein Kopf. Was für ein merkwürdiger Albtraum. Was ist nun mit mir passiert? Ich muss dieses Mädchen finden. Oh ja, das müssen wir wohl. Alter, das gibt's nicht. Nemesis, es ist wirklich Nemesis. Unser Gegner ist wirklich Nemesis. Und unser Inventar ist ja auch super. Unser Gegner heißt wirklich Nemesis. Na, Prost, Mahlzeit. Ich freue mich eigentlich nicht. Aber, okay. Naja, müssen wir mit leben. Wir sind im Keller. Ich gehe erstmal hier hinter, denn in Resident Evil 2 war ja hier hinten der Reporter, dessen Name mir irgendwie immer entfällt. Ich weiß auch nicht, wieso. Es ist einfach so. Okay, zweimal Munition. Nur noch so ein Kräuterchen-Dingens. Kann ich an denen irgendwie vorbeilaufen? Ist das möglich? Oh.
Der hat nämlich auch noch was. Will you take the kennel key? Ich nehme einfach mal alles mit. Hat er noch irgendwas? Nee. So, warte mal. Ich guck mal noch hier hinter. Uah, gut, hat alles geklappt. Ich hoffe, der Gegner hier hatte nicht noch irgendwas, was wir brauchen. Ich möchte den jetzt ehrlich gesagt nicht erschießen. Ich spare mir lieber etwas Munition, weil ich habe ja nicht viel von. Deshalb, so, ich... Wo gehe ich hin am besten? Habe ich eine Karte? Wie konnte ich denn... Ach so, konnte ich die Karte öffnen. Erstmal wieder alles ein bisschen... So, konnte ich Pause drücken. Ziehen. Alles klar. Gut. Ah! Okay, das heißt, ich vermute mal, dass ich auch richtig bin. Kann natürlich auch nicht so sein, aber ich vermute es einfach mal und wir gehen einfach mal durch die Tür. Walker! Ein Überlebender? Es ist schön, dich zu sehen, Hank. Ich bin ein kleines bisschen verletzt. Was? Was ist mit dir passiert? Der T-Virus, Combined. Ah, er wurde kombiniert mit dem G-Virus und... Ich kann so schnell nicht lesen, verdammt! Okay, ich werde es euch wieder im Nachhinein übersetzen, was die gesagt haben. I think so Davis sent us to the fight Birkin. Ah, okay. Er ist weggerannt, aber es hat ihn etwas gebissen. Und es tut ihm sehr leid. Okay. Ist er noch am Leben? I would never do that. Fucking monsters. I don't know if he is alive, but he ran too. I will find him and kill him. I promise. How can I kill the monsters of the sewers? Er spricht von den Crimson Heads, also die Zombies, die so schnell rennen können. Da muss man ja natürlich auf die Köpfe schießen. Ich werde sterben. Give me your shotgun, please. Hä? Ich gebe dir doch jetzt nicht meine Shotgun. Wer weiß, ob ich die dann wiedersehe, beziehungsweise. Das ist Munitionsver. Nö. Sorry. Nein, ich kann das nicht tun. Wir sehen uns zu Hause. Ich finde einen Weg. So. Du weißt, dass ich ein Zombie werde. Du kannst mich nicht retten. Ich kann ihn nicht töten. Ich komme zurück, Walker. Ich werde mich hier nicht wegbewegen. Okay, also vermutlich, ich vermute mal ganz stark, dass wir ihn nicht retten können. Dass er wirklich stirbt und, ja, wir hätten ihm jetzt quasi unsere Shotgun geben können, was allerdings für uns ja wirklich Munitionsverlust jetzt gewesen wäre. Die Hunde sind ja auch nicht drin wie im originalen Spiel. Aber ich hab. Nee, ich möchte ehrlich gesagt. Die Frage ist nur, ob wenn er zum Zombie wird, ob er dann zurückkommt und ob es vielleicht doch schlau gewesen wäre, dann die Munition hinzugeben. Wisst ihr, was ich meine? Ach du Scheiße. Ist ja super. Was ist das? Das sind diese nackten. Oder hat er von denen gesprochen? Ich glaube, er hat von diesen Wesen gesprochen gehabt. Das da oben war jetzt gerade übrigens Walker. Wir sind nicht Hank, sondern wir sind Evans. Bin ich jetzt der Meinung. Und wir sind immer noch auf der Suche nach Hank oder Hank. Und der ist ja auch weggerannt, hat Walker zu uns gesagt. Er weiß nicht, ob er noch am Leben ist. Er hofft's, aber er weiß es nicht, weil sie halt überrascht worden sind. Der G und der T-Virus haben sich vermixt. Und ja, das war eigentlich schon so das Haupt. Tatsächlich. Ich bin nur gerade echt am Überlegen. Ai, scheiße. Ich habe gedacht, ich komme vielleicht an denen auch vorbei. Ah, auf Köpfe. Okay, die sind also vermutlich wirklich nur tot zu kriegen, indem man auf Köpfe schießt. Vermute ich ganz stark.
Oh, was ist denn hier jetzt los? Ich rüste erstmal wieder die Waffe aus. Alter, diese Musik! Die ist schon... Ja. Ich schieb erstmal die Kiste dorthin. Ich weiß, dass dort ein Safe Home ist, weil wir waren ja hier schon mal. Bin ich der Meinung. Deshalb schiebe ich jetzt erstmal die Kiste dort hinten hin. So. Ich habe den Flammenwerfer gefunden. Ja, nice. So, dann möchte ich erstmal hier rein. Okay. Alles gut? Nichts Böses im Busch. Nein, 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 alles gut. So, wir legen den Flammenwerfer erstmal ab. Das Messer und die Medizin. Den Rest nehmen wir mit. Ist, glaube ich, ganz gut so, wenn wir das so machen. Und dann schauen wir mal hier rein. Wie gesagt, das ist auch immer noch blind für mich. Also ich weiß nicht, wie man das spielen muss. Oder, komme ich jetzt... Ich komme ja schon durch. Okay. Das ist jetzt etwas merkwürdig. Ich komme tatsächlich auch runter. Okay. Komme ich jetzt hier schon weiter oder was? Also komme ich jetzt quasi schon in die Kanalisation runter? Oh, fuck! Okay, das sind viele. Ich vermute, deshalb habe ich den Flammenwerfer gefunden, denn Walker hat auch erwähnt, dass diese Gegner nur zu töten sind, entweder man verbrennt sie, also mit Feuer, oder eben auf den Kopf schießen. Und ich vermute, deshalb habe ich den Flammenwerfer gefunden, damit ich hier dann irgendwann unten durchkomme. Dafür brauche ich natürlich aber auch erstmal Flammenwerfer-Munition, die ich jetzt im Moment noch nicht habe. Das heißt, die gilt es für mich natürlich jetzt zu finden. Nur wo ist die? Jetzt hängt die Kiste ja tatsächlich wieder hier rum. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht die Medizin mitnehmen sollte. Einfach nur rein aus Interesse halber. Oder vielleicht, wenn wir noch irgendwie was kriegen zum Kombinieren, dass wir das gleich mit haben, wisst ihr? Zur Sicherheit quasi. Oder wartet mal. Kann ich hier noch? Nee. Okay. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Gut. Ist der jetzt eigentlich tot hier? Natürlich nicht. Den konnte ich umgehen. Den hier höchstwahrscheinlich nicht. Deshalb werde ich hier jetzt mal wieder meine Schrotflinte spielen lassen. Aber ist ja alles noch im grünen Bereich. Ich wusste es. Naja. Erlösen wir ihn von seinem Leid, oder? Alter, der ist ja stark. Der ist ja richtig heavy. Ich glaube, der ist nicht zu töten, Alter. Ich lass den jetzt einfach. Ist mir egal, komm, verpiss dich. Oh, shit. Ich brauche eine Gasmaske. Nein, meine Gasmaske. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ah, ich komme hier raus. Gut. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Alter, was zum Teufel geht denn hier jetzt ab? Oh nein. Da liegt doch was auf dem Fußboden. Da lebt noch.
Okay, ich kann hier nichts mehr tun. Komme ich hier in den Raum jetzt rein? Nee. Der hat auch nichts. Gehe ich jetzt nochmal dorthin, Tor? Ob da noch was ist? Ich guck einfach mal. Ernsthaft? Da ist ein Hund. Entweder der Hund hat irgendwas oder der hat tatsächlich was. Ja, Medizin. Okay, das kann man auch erstmal mitnehmen. Das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Frage ist jetzt natürlich. Okay, da unten ist nichts mehr. Das heißt, der Hund war nur da wegen Medizin. Ja gut, zwei Schuss oder zwei oder eben noch eine Packung Medizin, na, muss man jetzt abwägen, ob das besser ist. Ich meine, für einen zweiten Durchlauf, wenn man das hier nochmal spielen will vielleicht, ist dann halt die Frage, braucht man es oder braucht man es nicht, ja? Ich habe leider Gottes auf 4 Munition... Okay, ich kann ja auch nichts mehr tun. Ich habe leider Gottes auf 4 Munition jetzt verballert gehabt, was nicht so schön war. Hä? Die Tür ist verschlossen, der Griff ist quasi gebrochen. Oh, bist du das, Evans? Ah, das ist bestimmt Dings, wie heißt sie? Elissa, genau. Du bist noch am Leben. Ich brauche Hilfe. Was brauchst du denn? Kannst du Munition für den Flammenwerfer finden? Na klar, warte hier ein paar Minuten. Ah, schmeiß es in den Ventilationsdings. Okay. Und jetzt sind wir quasi in der Haut von Elissa. Krass. Aber Leute, ich mache hier erstmal einen Schnitt. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder, denn die Folge geht jetzt schon wieder 18 Minuten, deshalb hier erstmal Pause. Und eine krasse erste Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Noch geht's mit der Schwierigkeit her. Ich hoffe nur, das bleibt auch so, denn die erste Episode war ja extrem schwer. Aber jetzt laufen wir wieder durchs Polizeirevier. Das kann bedeuten, dass es wieder ganz schön hart werden könnte. Aber, wie dem auch sei, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, haut rein und vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, Leute.